Gespräche an der Spree. Heute mit ein bisschen Autoverkehr im Hintergrund. Das ist hier die Kongresshalle, die Schwangere Auster. Ich bin Yoshi und das ist Juan Carlos Herken-Kauer. Und wir haben einen Mann heute im Gespräch, Graham Greene mit 3 E. Green E sozusagen. Green N-E, ja, auf Englisch. Graham Greene, ja. Vielleicht. Das Schriftsteller des 20. Jahrhunderts. Des 20. Jahrhunderts, mit Sicherheit. Des 20. Jahrhunderts, aber ja. Im Sinne nicht des 20. Jahrhunderts als eine künstlich abgeschnittene Zeitkategorie, sondern das ist der Zeitraum zwischen 1914 und 1989. Mauerfall. Also zwischen dem Anfang des Ersten Weltkriegs und Mauerfall. Das ist das Jahrhundert. Und damit beschäftige ich sie also zwischen der großen, der Konflikt zwischen der Sowjetunion und den Vereinigten Staaten von Amerika und dann auch England, Frankreich, also das Problem des Kolonialismus. Das ist Afrika, und davor war Kuba. Der Entkolonisierung, also Asien und Afrika. Ja. Mit alten Riesensprüchen dieser Epoche. In den 40er Jahren war er in Mexiko. 30er Jahren. Das war sein erster Ausflug. Da hat er diesen Power. Ja, er hatte schon ein bisschen Afrika-Besuch auch. Da kurz zuvor, glaube ich. Ich glaube, das war nur mit Bekannten von ihm. Hat sie eine lange Reise in Afrika gemacht. Er hat schon angefangen mit einem Roman, die eher Krimis oder Thrillers waren. Ja. Dann kam der erste große katholische Roman, der sogenannte katholische Roman Brighton Rock. Brighton Rock, was war das? Brighton Rock, das ist auch, das spielt bezüglich auf einen jungen Mann, der eher doch ein Hochstapler, so ein Räuber ist, oder irgendwie ein Mann, der versucht, durch nicht unbedingt legale Methoden sich sein Leben zu finanzieren. Ach, das ist mir so ein Darsteller. Es gibt so eine Liebe zwischen ihm und einer jüngeren katholischen Dame, die ist eine echte Katholikin, und die versucht, diesen Mann zu retten. Den Mann aus der ganzen Misere, aus der materiellen, aus der geistigen Misere, diesen Mann zu retten. So wie bei dem einen Stefan Zweig-Roman. Und das ist schön, weil es ist, glaube ich, gut gemacht. Die Verfilmung ist gut, weil da gibt es diese Widersprüche. Der junge Mann ist ein jähzorniger junger Mann, der irgendwie verloren gegangen ist und liegt nur am Geld zu kriegen und Geld zu klauen. Okay. Wurde auch verfilmt. Schwarz-Weiß mit David Attenborough, wenn ich mich nicht irre, also, spielte die hauptmännliche Rolle da. Graham Greene schreibt toll, exakt, scharf wie ein Messer, wie Jean Le Carré, sage ich immer. Sie widersprechen da so ein bisschen, haben sie immer gesagt. Ein bisschen schon, ja. Aber er hat Humor. Also bei diesem Kuba-Ding, in dem Alec Guinness-Film, wir verraten nicht, was es ist. Und er hat auch viel Humor bei fast allen. Ja, das in ist allen Büchern, die Dialoge sind so selbst in den sogenannten tragischen Romanen, wie zum Beispiel The Whiskey Priest, genau. The Glory, da gibt es auch wunderbar humorvolle Das ist wirklich Momente, witzig, ja. Wie er auch Frauen beschreibt, so mit zwei Sätzen. Und er hat aber eigentlich immer, von außen hieß es, er ist der katholische Autor. Warum? Weil er mag diese Beschreibung nicht. Er hatte schon vielmal gesagt, weil es wurde ihm gesagt, Sie sind doch der größte katholische Schriftsteller des Jahrhunderts. Moment. Ich bin kein katholischer Schriftsteller. Ich bin ein Schriftsteller, der zufälligerweise auch ein Katholik ist. Ja. So. Sie müssen nicht daraus zu der Schlussfolgerung kommen, dass ich nur katholische Romane schreibe. Ja. Aber es stimmt, dass in fast
dass all seine Romane Ende des 30er Jahre angefangen wurden. Ja. Es stimmt, dass in fast all diesen Romanen, da gibt es immer ein Substrat und da gibt es immer gibt immer diesen Katholizismus von ihm, oder zumindest von einem Katholik, der sich diese Fragen stellt, ja, und die Frage nach dem Sinn des Lebens, die Frage nach den Sünden, oder wie kann man die Sünden, die ja. Sünde, wie können wir unsere Sünden irgendwie doch erlöschen und einlegen. Er hat ja in seinem Fall, da hat vor allem mit einer Beziehung mit Frauen zu tun. Ja? Aber er hat ja auch Liebesromane geschrieben. Die Stille von Genießen, Liebesroman, ich glaube, es heißt The Power and the Glory. Also, na, würde ich nicht so sagen. Herrlichkeit, man kann, weil der Priester, der Pfarrer, ja, der Whiskypriest, der hatte doch ein Kind erzeugt mit einer Frau. Ach so, das habe ich gar nicht so mitgekriegt. Dieses Kind erscheint auch nachher und rettet ihm sogar das Leben. Ja? Nicht wirklich. Und, ja, wir wollen auch nicht verraten, wie es ausgeht. Ja, gut, nein, da haben Sie jetzt auch nicht das richtige verraten. Ich wollte auf was anderes hinaus. Nein. Er hat doch diesen frühen Roman da geschrieben, The Heart That Matters, oder wie das heißt. The Heart of the Matter. Genau, auf Deutsch heißt das, keine Ahnung. Stadt. Das ist auch eine von seinen wichtigen sogenannten katholischen Romanen. Da gibt es einen britischen Offizier, der noch verheiratet ist und der auch ein Katholik ist. Genau. Und dann plötzlich verliebt sich in eine junge Frau, die da plötzlich, glaube ich, als Migrantin oder als Exilsuchende da erschienen ist, in diesem kleinen afrikanischen ehemaligen englischen Kolonie da, und auch da fängt die Geschichte. Mexikanischer Roman, geschrieben Ende der 30er Jahre, also auf Englisch Power and the Glory, Kraft und Heiligkeit. Kraft und Heiligkeit. Kraft und Heiligkeit, nachdem Martin Luther hat uns da geholfen. Ja. Ach ja, das ist aus der Bibel. Das kommt aus der Vater Unser. Ja. Ach so. Und, das wusste ich nicht. Weil normalerweise, ja, die Engländer und die Amerikaner, die ein bisschen Deutsch kennen, die haben, warum haben sie doch Power and Glory als Kraft und Helligkeit übersetzt? Aber es gibt eine Erklärung. Das ist der große katholische Roman, der mexikanische Roman. Gleichzeitig veröffentlicht er kurz zuvor ein Reisebuch über seine Erfahrungen in Mexiko, als er dabei war, Fakten und Erlebnisse aufzusammeln, um den Stoff für den Roman nachher. Und Sie waren selber in Mexiko? Ich war in Mexiko, ja. Er war auch in Monterrey und fängt dieses Reisebuch von ihm, Travelbook von ihm, an der amerikanischen Grenze, mexikanisch-amerikanischen Grenze. Dann nimmt er den Zug nach Monterrey und kam in Monterrey. Und als er aus dem Hotel in Monterrey rauskam, kann er durch diese hübsche Kathedrale da betrachten. Ja? Also, und da haben Sie auch vorgestanden? Ich war auch da gestanden, weil ich wusste ja. Das und habe mich auch da fotografieren lassen. Das Foto kommt nachher auch. Der General ist von diesem Priester immer faszinierter. Er ist der letzte Katholische, der wird überall versteckt. Alle, ja. Die Dorfbevölkerung helfen ihm. Das haben wir alle schon durch. Das ist ein Roman, der wurde, das wichtige Roman, weil der wurde zuerst von der katholischen Kirche an sich relativ übel angefeindet. Ja, weil es gibt um diesen Whisky, um diesen Fahrer, um diesen Whisky, Whisky-Fahrer, und der ist vollkommen useless. Ja. Nee, der ist nicht ganz vollkommen useless. Er behauptet das von sich. Er behauptet, dass er nicht erreicht hatte, was er sich. Nein, er sagt, also, er hat nie irgendetwas. Aber der übertreibt ein bisschen, der macht das, versucht doch mal ab und an.
all seine Unzulänglichkeiten. Genau. Er ist dabei, jeden Tag doch weiter zu versuchen, arbeitet an sich. Sich zu verbessern und doch mal was Gutes zu tun. Der Charakter verändert sich. Die Bücher von Graham Greene sind alle sehr kurz. Die haben so um die 200 Seiten. Da kommt man immer jedes Wochenende mit einem Graham Greene Buch durch. Ja. Weil der Mann hat, jetzt legen wir mal los, 1950 nach dem Zweiten Weltkrieg, der dritte Mann, das Drehbuch geschrieben und dann daraus ein Buch gemacht. Ja. Carol Reed, englischer Filmdirektor, die fahren nach Wien. Orson Welles ist mit dabei. Joseph, wie heißt der andere Schauspieler? Joseph Cotten. Joseph Cotten. Ja. Dann geht's weiter. Unser Mann in Havanna spielt vor der Kuba-Krise und Alec Guinness spielt mit. Dann ist er auf Haiti oder was kam da noch dazwischen? Die Comedians. The Comedians. Die Peter Ustinov, Richard Burton, Elizabeth Taylor, Alec Guinness, die ganzen großen Stars. Ja. Und dann ist unser Mann, wie heißt der, Stille Amerikaner? The Quiet American. In Vietnam, da ist dann der... 1955 veröffentlicht und dieser Roman ist wunderbar im Sinne, dass es sich eine Beschreibung, das ist eine literarische Kristallisierung von all den Widersprüchen der Epoche und auch von den Widersprüchen Graham Greene. Ja. Da gibt es einen alten Mann, der eine sehr junge Frau, eine sehr junge Geliebte habe. Ja? Genau, und da kommen diese junge Amerikaner, genau, der kommt viel da so handsomer, genau, viel handsome, lustiger und kraftvoller und schicker. Die Amerikaner sich immer so darstellen. Und genau. Die sofort sich entschloss, die Frau den Engländer zu klauen. Ja, genau. Und das spricht auch, was damals passierte. Also England wurde von den Vereinigten Staaten als die allerwichtigste Weltmacht überholt. Und Graham Greene war auch zu dieser Zeit genau in diesem Alter, also so ungefähr also Ende 50er, Anfang 60er Jahre Mann, ja. Der auch wahrscheinlich auch sich in der Rolle identifiziert hat. In der Rolle des alten Engländers da. Auf Haiti ist er, glaube ich, wird er von Richard Burton gespielt, kann man sagen. Ja, das oder? Ist auch er, ja. Der ist ein, Richard Burton ein Hotelbesitzer, der doch eine außereheliche Beziehung mit einer verheirateten Frau hat. Weil, Sie haben ja schon gesagt, Vietnam hat er vorausgesehen, die Amerikaner kommen. Das Kuba hat er die Kuba-Krise vorausgesehen und sie haben irgendwas Vietnam mit. Da gibt es diesen Film. Genau, das ist Vietnam. Der Roman für Vietnam, das ist 1955, der Stille Amerikaner, The Quiet America. Ja. 1902 wurde ein Roman von Joseph Conrad veröffentlicht. Genau, Joseph Conrad, genau. Heart of Darkness, das Herz der Finsternis. Herz der Finsternis, genau, ja. Genau. Spiel 1955 kommt der Roman von Graham Greene, der doch das Debakel der französischen zuerst und dann der amerikanischen Armee in Vietnam voraussagt. Genau. Wir sind in August Berlin. Vor 10 Tagen passiert doch was in Afghanistan, ja. Ach ja, genau. Das zufälligerweise, also die Bilder von der Presse am Flughafen von Kabul, die sehen ganz ähnlich auch den Bildern von Flughafen von der amerikanischen Botschaft in Saigon 1975. War das. Und da ist diese Assoziation, diesen Zusammenhang zwischen all diesen Ereignissen obwohl wir interessieren uns nicht mehr da, aber Politik für uns ist nur ein Appendix, ein Abhang von Literatur. Hier, wir beschäftigen uns mit Autoren, die doch künstlerisch diese Fähigkeit hatten, manchmal große Ereignisse vorauszusagen. Aber es ist nur, aber
wenn wir auf Sprechen über Graham gehen und der Einfluss seiner Romane, er hat viele Leute zum Katholizismus konvertiert. Also mich nicht. Also ich glaube, sie könnte man in jedem Fall zu keiner Religion konvertieren. Nein, aber es gibt den berühmten Satz, Religion ohne Gott, John Coltrane. Mehr sage ich dazu aber nicht. Aber das ist eine Ersatzreligion. Genau. Es ist eine Ersatzreligion. Selbstverständlich, Religion selbst gibt es immer. Durch das sind sie auf der Suche nach Gott. Auf jeden Fall. Aber sie waren bei der großen Amerikaner. Ich gebe diese Frau. Achso, sie wollen jetzt Katholizismus. Diese Frau, Catherine Walson. Catherine Walson. Und das war seine Liebhabe, diese sehr leidenschaftliche, tumultuose Beziehung zwischen zwei verheirateten Menschen. Also beide GMG war verheiratet und diese Dame war noch nicht verheiratet, hatte auch schon 5 Kinder. Kaum reden Sie davon, kommt die Sonne wieder. Und ja, deswegen hat damit zu tun. Das ist die Liebe. Die Liebe generiert, wächst so aus. Ja. Und diese Frau hat es zuerst die Romane von Graham Greene gelesen, ich glaube vor allem einen Roman, Kraft und Heiligkeit, Power and Glory. Power and Glory, ja, aber hier. Oh ja. Und dann hat sich entschlossen, wenn ich mal darf, ja. Power and the Glory, der Whisky. Dann entschloss sich doch, sich zum Katholizismus zu konvertieren. Die Frau, gut. Und dann wurde sie seine Liebhaberin. Ne? Aber das ist, naja, wenn Leute sich der Lektüre eines Romans sich entschließen, sich religiös zu konvertieren, das muss schon was bedeuten. Das war in den 1950 war, glaube ich, diese Affäre mit der Frau in den 50er. Ja, Ende der 40er, ja, Anfang der 50er. Nach dem Zweiten Weltkrieg. Wir dürfen immer nicht vergessen, Graham Greene ist Engländer. Ja. Er hat den Zweiten Weltkrieg in England miterlebt und er wurde danach nach Afrika geschickt. Er war auch ein Spion zwischendurch in der Zeit. Der Mann war immer very occupied, sehr beschäftigt. Ja. Aber die Auswirkungen von seinem Roman, nochmal das zu unterstreichen, diese Affäre mit der Dame da kam dieser Roman, The End of the Affair. Das ist der Roman, der ihn weltberühmt macht. Habe von Time Magazine. Time Magazine damals war die Wochenzeitschrift der Welt. Ja? Und dann sagt William Faulkner, einer der großartigen Schriftsteller der englischen Sprache, der Nordamerikaner, sagte, this is one of the most true and moving novels of our time in England. Der hat viel gearbeitet, Graham Greene. Sie haben gesagt, das Werk ist groß, man muss sich davor fast verneigen, obwohl die Bücher nicht sehr lang sind. Die meisten Verfilmungen eines Autors ist Graham Greene. Nehmen wir mal Agatha Christie jetzt weg und so ein Zeugs. Das ist Krimi. Dann haben wir bei Mann in Havanna den... Alle Guinness.
aber so, er hat ja beim dritten Mann selber das Drehbuch erst geschrieben und der Film wurde zuerst gedreht. Dann kam erst das Buch von ihm, das ich auch nicht so, es ist, für mich wirkt das ein bisschen zusammengeschustert, was er da schreibt in The Third Man. Der Roman, Buch, der Roman an sich. Der Roman, den finde ich nicht so gelungen. Ja, das Problem ist, Power and Glory ist großartig. Das Problem ist, man ist dabei, den Film mit dem Roman zu vergleichen und da kommen sicher Enttäuschungen. Und da Carol Reed, ist großartig. Und Carol Reed, ein englischer Regisseur in Wien, drehen die da einen Film und mit Paul Hörbiger. Und im Roman hört man nicht die Musik klingen. Also das ist auch nicht so, es ergreift einen nicht wirklich. Aber, naja, das ist auch der Fall zwischen Roman und Verfilmung von The Quiet America. Der Regisseur verzichtet auf die Erzählstimme, die in dem Buch drin ist. Er lässt diesen Narrator weg, sondern arbeitet mit Bildern, es wird nachts gefilmt, Blu-ray kaufen mit jede Menge Kommentare und das ist die man muss fast sagen, geniale Idee von Carol Reed, dass ich erzähle durch Wien die Geschichte, denn er zeigt Wien, die Drehorte und macht die Schauspieler so ein bisschen als Stadt. Ja, die Stadt ist nicht nur Kulissen, sondern auch Person. Die ist wie eine Person, sie ist dunkel, sie spritzen da Wasser auf die... und das ist das Unglaubliche. Und das hat mit anderen Sachen zu tun. Wir müssen kurz noch erwähnen, wir wissen viel durch die Biografie. Es gibt eine dreibändige Biografie, die sehr unglaublich ist, weil der Mann hat 30 Jahre dran geschrieben. Und das lohnt sich ja. Nur eine kleine Sache, das muss gesagt werden, bei Garmin gibt es manchmal so eine Art anti-amerikanisches Ressentiment. Ja. Ja, gut. So, es ist auch verständlich, weil da war die Epoche, wo England von den Vereinigten Staaten überrollt wurde, im Sinne, dass das British Empire war auf dem Weg zu verschwinden. Ja. Die Engländer, natürlich, die in den 20er und 30er Jahren aufgewachsen worden waren und die da plötzlich auch mit dem Zweiten Weltkrieg, da müssen sich damit abfinden. Also das British Empire ist out. Jetzt kommen die Vereinigten Staaten. Aber wie gesagt, manchmal ist es ironisch, wie zum Beispiel der Third Man, der Amerikaner, der Schriftsteller, der Carl Novels, der Joseph Cotter, der ist so wie ein naiver Amerikaner, ist ein bisschen so karikaturiert. Das stimmt, The Quiet America, der ruhige Amerikaner, der stille Amerikaner. Ja, ja. Dieser Roman wurde in die Vereinigten Staaten, also kritisch ermordet. Ja? Ja, man hat gar nicht alles vorgeworfen. Es war ein Agent der Sowjetunion, ein Anti-Amerikaner. Oder? Aber es gibt leider diese, und das ist verständlich, manchmal diese Art Anti-Amerikanismus bei Gangin. Manchmal ist das nur ironisch, humoristisch gemeint. Nee. Aber manchmal ging das richtig da. Ja. Aber scharf geschrieben, das haben wir schon erwähnt. Also scharfer Stil mit Humor noch dazu. Und wir sitzen ja an der Spree, es ist jetzt schon August und die Sonne geht weg. Aber das Lesen ist wunderbar. Wir haben das alles schon gehabt. Mit John le Carré habe ich das verglichen. Das ist alles schon durch. Ja, ja, ja. Um die Bedeutung von Graham Greene zu verstehen, das Werk, was meinen Sie? Der Graham Greene steht in der Tradition, also der großartigen englischen Autoren wie zum Beispiel Joseph Conrad, Chesterton auch. Ja. Gilbert Keith Chesterton, Der Stil der Father Hesse, Brown. Ja, genau. Der Stil von Chesterton, da gibt es Ähnlichkeiten zwischen den beiden Stimmen. Das stimmt. Und aber der ist ein sehr, er hat das, Garangim hatte diese ungeheure Fähigkeit als Autor, mit nur drei oder vier Sätzen eine ganze Atmosphäre zu konstruieren. Ja. Man wird sofort transportiert. Genau. Also, mit genug nur drei oder vier Sätze. Einen Absatz von vier Zeilen. Genau. Und da stehen wir schon in eine ganz andere Welt. Ich hatte ein Buch von ihm mal bei Gebrauch gekauft, da hat irgendjemand alles unterstrichen, was da drin war. Abschließend, wir bleiben dabei, der Autor des 20. Jahrhunderts. Ja, lesen, die Filme gucken. Ja, aber wie gesagt, alles unterstrichen, es lohnt sich nicht. Wenn man da was in einem Roman von Garangin unterstreichen müsse,
dann müssen wir das Ganze unterschreiben. So war es ja auch. Und noch um das wiederholen, ja, wie gesagt, um das wiederholen, ich, wenn ich das ganze Werk von Graham Greene betrachte, sei es aus der Nähe oder sei es aus einer gewissen Entfernung, dann bleibe ich einfach sprachlos. Ich bleibe einfach sprachlos. Was dieser Mensch erreicht hat, literarisch, künstlerisch, dessengleichen im vorigen Jahrhundert und in unserem Jahrhundert noch zu finden sei, wenn es überhaupt, der hat eigentlich einen sehr wichtigen Teil der Ikonografie des 20. Jahrhunderts geschrieben. Also die Figuren sind Ikonen des 20. Jahrhunderts. Mir fällt da nur immer wieder Marcel Reich-Ranitzky ein, der sagt, Bücher mit 500 Seiten lese ich nicht mehr. Da heißt es aber anders, hat Goethe ein Wort geändert. Und wenn der Mensch in seiner Qual verstummt, gab mir ein Gott zu sagen, wie ich leide, ja. Das ist viel intelligenter. Ja. Stil mit Humor noch dazu. Und Graham Greene ist sehr kurz. Das ist das Tolle, der Mannschaft. Quite American, der Stilamerikan, das wurde 55 veröffentlicht. 55, ja. 55, glaube ich, ein paar Jahre nachher verfilmt. Die erste Version, schwarz-weiß. Kenn ich nicht. Dann kam diese Version mit Michael Caine, das war schon Jahrzehnte. Aber meine Nirvana, nachher, all die Verfilmungen von dem Roman, von Graham Greene, vor allem die amerikanischen Verfilmungen, die hatten keinen Erfolg. Es gibt diese berühmte Verfilmung von The Honorary Consul. Der Honorarkonsul, ja. Es ist ein Roman, es ist ein wichtiger, Graham Greene sagte, vor allem diesen Roman, ja. Aber der ist ein Roman, der findet in Nordargentinien statt, der hat mit der Politik in Argentinien und Paraguay zu tun, in den 60er Jahren. Ja. Und da gibt es diesen britischen Honorary Consul. Und ja, aber es gab diese Verfilmung mit Michael Caine, Richard Gere. Echt? Und viele andere Namen. Richtig, da haben die Amerikaner große Geliebestier und das war ein Flop. Da hatte ich absolut keinen das gibt's. Aber naja. Es gibt mit Robert Redford auch so einen Film. Alles, was ein bisschen politisch ist, ist meistens ein Flop. Ja, in Kuba haben sie den Film gesehen. Genau, ich finde den sehr gut, den Film, aber es ist meistens ein Flop. Es ist schon so, wie Sie sagen, der größte Erfolg bei Graham Greene auch ist ein Liebesroman. Leben wir damit? Ja. Gespräche an der Spree. Ohne Liebe kann man Romane nicht schreiben. Ne? Juan Carlos Herkenkauer, Yoshi. Meine Damen und Herren, wir wünschen Ihnen alles Gute. Später August 2021, Berlin.